Wasser werde Wein. Doch das Wasser ließ es sein. Ich sprach, Lahmer, du kannst gehen. Doch er blieb auf Krücken stehen. Da war auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war. Betzendorf wünscht dir deinen NDR zu Gast in der Lüneburger Heide. Ein kultureller Abend zwischen Pianomusik und Lyrik. Gastgeber, NDR-Kulturhörer, Pastor Ingo Reimann. Ich habe mir gedacht, wenn wir gewinnen, dann lade ich die neben ehrenamtlich Engagierten hier in der Gemeinde ein und so als Dankeschön-Abend. Einfach, dass sie mal was Schönes erleben, einen schönen Abend, etwas Besonderes, weil sie so viel tun für uns. So gab es für die geladenen Gemeindehelfer zunächst ein Wunschkonzert. Wer einen Song hören wollte, reichte diesen einfach bei Philipp Schmid ein. Also, ich werde mir New York, New York wünschen, weil mein Töchterchen dort lebt und ich gerade eben von ihr zurückgekommen bin. Also, ich werde mir Bohemian Rhapsody wünschen. Ich finde das einfach total toll und ich bin ganz gespannt, wie das sich anhört, wenn das auf einem Klavier nur gespielt wird. Ich finde das so spannend. Abwechselnd ist, moderne, aber auch alte Musik. Dieser Mann macht fantastische Mashups aus Klassik, aus Jazz, aus Pop, aus Peter Alexander. Der kann alles. Also ich gucke ja immer ein bisschen passend die Stücke zum Beispiel zusammen, weil sie alle in Moll sind. Das ist schon mal ganz gut. Und dann spiele ich das eine und denke dann, wie würde das andere jetzt gerade dazu passen? Das ist so ein bisschen der schwierige Teil. Und schön ist natürlich, wenn die Leute das so erkennen und dann so raunen und sagen, ah, hier eine Insel mit zwei Bergen, habe ich doch erkannt. Die Vorträge von Hans-Jürgen Mende reichten von Erich Kästner über Robert Gernhardt bis zu Heinrich Heine. Ich habe also bestimmte Themen, ich habe ein paar Themen, also Leben und Kunst und Kultur und Liebe und Theater und solche Dinge. Und das variiere ich dann immer je nach Ort und je nach Reaktion auch des Publikums. Fürchte nichts, geliebte Seele, übersicher bist du hier. Fürchte nicht, dass man uns stehle, ich verriegle rasch die Tour. Wie der Wind auch wütend wehe er, gefährde nicht das Haus, dass auch nicht ein Brand entstehe, lösch ich unsere Kerze aus. Ach, erlaube, dass ich winde meinen Arm um deinen Hals. Man erkältet sich geschwinde in Ermangelung eines Schals. Zwei Stunden, knapp 40 Songs am Klavier und einer Reise durch die Poesie. Der Gemeinde hat's gefallen. Also einmal die Lesung und diese ganzen Gedichte. Und ich bin hier Organistin und wenn man dann selber so sieht, wie er improvisiert und von einer Tonart in die andere geht und die Verbindung zu den anderen Stücken stellt, einfach toll. Und auch die Atmosphäre, dieses Nahe, dieses Private, dieses Herzliche, das fand ich ganz großartig. Es ist schon faszinierend, was der Pianist hier alles aus diesem Klavier rausgeholt hat. Ne? Von ganz leise bis total präsent, war echt toll. Das war so herrlich, weil er einige Lieder gespielt hat, die ich mir gewünscht habe. Und dann habe ich in dem Moment immer gedacht, er spielt es nur für mich. Und es war echt, es war so schön.